Energiebranche wird die Form und die Grösse eines Gebäudes hauptsächlich durch das System bestimmt, das später hineinkommt. Für das erstellen wir ein sogenanntes Betonmodell, bestehend aus Wänden, Decken und Fundament. In der ersten Phase definiere ich als Bauingenieur die Zone, die wir später nicht bohren sollten. Wir machen ein sogenanntes Sperrzonenmodell. Das ist die Grundlage nachher auch für den Gebäudeplaner, um seine Installationen zu planen. In der zweiten Phase geht es hauptsächlich um die Statik. Dort definiere ich als Bauingenieur, wo kommt welches Eisen her. Sobald es komplizierter wird, schaue ich das zusammen mit dem Modellierer an. Weil wir müssen nicht nur diese berücksichtigen, wir müssen auch Einlageleitungen oder beispielsweise den Blitzschutz berücksichtigen. Der Unterschied zwischen 2D und 3D ist, dass man beim 2D Linie auf einer Ebene zeichnet und beim 3D modelliert man geometrische Körper im Raum. Zusätzlich füge mir den Körper noch Attribute hinzu, wie zum Beispiel Material oder Brandschutzklasse. Der Vorteil vom Modellieren ist auf jeden Fall die verbesserte Visualisierung. Gerade bei der Bewährung ist es viel einfacher, Konflikte zwischen den einzelnen Stäben zu erkennen und zu korrigieren. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man nicht in jeder Ansicht die Änderungen übernehmen muss, wie wenn man zum Beispiel eine Wand schiebt. Wir haben als Baumeister extrem viele Vorteile mit dem Modell. Zwei konkrete Beispiele: Wir können komplexe Situationen sehr, sehr schnell visualisieren oder auch Mängel direkt aus dem Modell abprüfen. Beim Modellieren ist extrem wichtig, dass man darauf schaut, dass man so modelliert, wie man baut. Das heisst, dass man konkret zum Beispiel auch die Arbeitsetappen im Modell einpflegt. Für uns als Baumeister sind die Etappen ein A und O. Das heisst, wir brauchen sie auch auf dem Modell. Wir können die dann ein- und ausplanen auf der Baustelle und so haben wir viel schneller einen Überblick über die Arbeit. Wir können das Modell der Planer noch indirekt verwenden. Wir haben noch intern eine kleine Aufbereitung und die Attribute neu strukturieren. Das heisst konkret, im Fall von Eisenlecker, wir speichern die Anzahl und die Eisendurchmesser an einem Ort abspeichern, damit es auf der Baustelle direkt verwendet werden kann. Digital kann man sagen, steht unser Rohbau schon. Im nächsten Video zeigen wir dir, wie man den für die Planung der Gebäudeausrüstung braucht.